Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge zu Gast bei. Nachdem wir beim letzten Mal bei Laura Klapphake waren und da schon junge, attraktive, aufstrebende Reiterin hatte, geht es an diesem Wochenende, an dieser Woche gleich wieder weiter, ebenfalls mit jungen, aufstrebenden Reitern. Und deshalb freue ich mich ganz recht herzlich, dass ich heute auf dem Gut Berl vor den Toren Münsters bin, und zwar zu Gast bei Gerrit und Max Nieberg. Schön, dass wir hier sein dürfen. Danke. Anfangen erst einmal damit, dass es tolle Wochen sind eigentlich, die hinter euch liegen. Vorletzte Woche beim Heimturnier vor dem Schloss in Münster mit großartigen Platzierungen. Darüber hinaus gab es dann das lang ersehnte goldene Reitabzeichen. Gerrit, bei dir letztes Wochenende lief es in Paderborn ganz fantastisch. Da warst du noch hochplatziert im großen Preis. Wichtige Riders-Tour-Punkte. Jetzt wollen wir aber nicht gleich mit dem Sport anfangen, sondern ich möchte eigentlich so ein bisschen ausholen, möchte eigentlich so ein bisschen anfangen, wie es früher war oder besser gesagt, wie es in eurer Kindheit auch war. Und es ist im Jahre 2000 gewesen, da hatte Papa das zweite Mal die Goldmedaille geholt bei Olympischen Spielen. Und das ist noch nicht ganz so lange her. Eigentlich müsstet ihr euch ja noch so ein bisschen eigentlich dran erinnern. Gerrit, wie sieht das aus? Kannst du dich noch daran erinnern, wann das war, wie das war oder wie ihr vielleicht zum Flughafen gefahren seid und Papa dann abgeholt habt? Also ich kann mich nur noch so ein bisschen dunkel erinnern, aber es war, meine ich, so, dass wir zum Flughafen gefahren sind und irgendwie so ein Banner mit einem Schriftzug, irgendwie, ich weiß gar nicht mal genau, irgendwie Willkommen Goldpapa oder irgendwie sowas draufgeschrieben hatten und ihn damit quasi wieder begrüßt hatten. Das erinnere ich noch so ein bisschen, ja. Aber ihr habt dennoch in eurer Jugend einfach auch deutlich mitbekommen, dass es eine enorm große Popularität war, die dein Vater hatte. Eben als Olympionik, als einer, der Goldmedaillen gewonnen hat. Hat das euch auch so ein bisschen geprägt? War das auch so ein bisschen so, dass ihr damals schon gesagt habt, boah, meine Güte, diese Begehrlichkeit bei den Leuten oder besser gesagt diese Popularität, die möchte ich auch mal haben? Also bei mir jetzt so nicht. Ich hatte erst auch relativ wenig Interesse, muss ich sagen, für einen Reit- oder Pferdesport. Und das kam dann erst später, aber nie mit dem Gedanken, um irgendwie mal populär zu sein oder irgendwie mal am Rampenlicht zu stehen. Also den Gedanken hatte ich noch nie. Max, wie sieht das aus? Du hast es gerade schon angesprochen. Ihr seid eigentlich für eine Familie oder für welche, die aus einem so bekannten Sporthaushalt kommen, relativ spät selber in den Sattel gestiegen. Ich glaube, ihr wart ungefähr so 13 Jahre alt. Einige, die eben aus rein Sportlerfamilien kommen, die bei denen ist das einfach auch schon so ein bisschen früher. Wann kam diese Initialzündung? Wann war so dieser Punkt da, dass du gesagt hast, meine Güte, ich will das auch machen. Ich will nicht sagen Reiter werden, aber ich möchte das doch auch doch ein bisschen intensiver zu meinem Sport machen. Wie das jetzt genau kam, kann ich gar nicht mehr genau sagen, weil das ist schon ein bisschen her. Natürlich hatten wir immer Kontakt mit Pferden, aber es war doch eigentlich schöner, in den Ferien auf dem Ponyhof zu sein, mit Gleichaltrigen, als zu Hause in der Bahn mit Papa und den Bereitern rumzureiten, weil da war irgendwie hat nicht so viel Spaß gemacht. Das weiß ich noch, wie das jetzt genau kam, dass ich an Tag X gesagt habe, so heute fangen wir mal an. Und war das bei beiden eigentlich gleichzeitig oder hat der eine den anderen ein bisschen mitgezogen? Hat der eine den anderen motiviert oder hat, wer fing von euch beiden eigentlich an damit? Ich habe eigentlich früher angefangen. Du bist früher angefangen, ja. Ich wurde dann irgendwann zu langsam beim Fußballspielen. Ja. Gerrit war recht gut und ich habe angefangen, musste dann allerdings wieder pausieren, weil ich Probleme mit den Wachstumsfugen in den Knien hatte. Aber dann, ja, dran geblieben und irgendwann hat sich Gerrit dann auch mal eine Reithose reingequetscht und hat sie heute noch an. Fußball gespielt, war das so die Sportart, die ihr im Vorfeld dann so gemacht habt, also vor dem Reiten, war es so das Fußballspielen oder waren es noch andere Sportarten? Was war da, wo ihr gesagt habt, meine Güte, da haben wir eigentlich mehr Lust zu, als eben auf die Reiterei? Ja gut, wir haben lange Fußball gespielt, wir haben zwischendurch Tennis gespielt, Tischtennis habe ich mal gespielt, Gerrit nicht. Alles ausprobiert? Vieles ausprobiert, durften alles machen, was auch gut war. Ja. Wir wurden nie dahin gedrängt, irgendwie jetzt mal reiten,
Das war nie irgendwie im Auge oder von unseren Eltern, dass die uns da gepusht haben. Einige von euch, einige von den Reitern spielen nach wie vor noch sehr viel Fußball. Wie ist das bei euch? Ist es auch noch so, dass ihr sagt, boah, meine Güte, ab und zu muss ich noch mal gegen das Leder treten, weil das ist irgendwie doch ganz wichtig für die, um mal was anderes zu machen? Oder ist Fußball jetzt nebensächlich geworden? Ja, wir haben so eine Fußballgruppe hier in Münster. Da haben wir beide zwar jetzt schon länger nicht mehr teilgenommen. Aber eigentlich spielen wir doch, wenn wir spielen, auch leidenschaftlich gerne. Ja. Gerd, wie war das? Ich musste so eine kleine Geschichte erzählen. Mein Sohn wollte eigentlich auch anfangen zu reiten und hat dann gesagt, nee, Papa, kann ich gar nicht, weil meine Tochter, oder besser gesagt, seine Schwester ritt schon. Und damit waren natürlich unglaublich viele Mädels einfach immer dann da. Und dann wollte er sich damals diese Blöße nicht geben, anzufangen, weil er gesagt hat, meine Güte, dann gucken die alle zu. Vielleicht lachen die ja dann so ein bisschen, wenn man dann anfängt. Wenn man als Junge anfängt zu reiten, war das bei euch problemlos oder war das auch erstmal, dass ihr da so ein kleines Hintertürchen erstmal Halle zumachen und dann wird erst ein bisschen geübt, bevor man sich der Öffentlichkeit zeigt? Ja, so würde ich es jetzt nicht unbedingt sagen. Wir waren ja schon damals auch in Wildeshausen, sage ich mal, unter uns. Klar war es ein komisches Gefühl, als ich das erstmal dann so eine Reithose dann anhatte und irgendwie die Idee hatte, mal mit dem Reiten anzufangen. Hat man sich erstmal ein bisschen komisch gefühlt, was dann aber relativ schnell dann auch normal wurde. Und dadurch, dass wir eh dann ja unter uns waren, war das dann relativ normal, sag ich mal. Dennoch ist es nicht ganz normal, wenn man mit so einem Namen Nieberg im Endeffekt dann auch in die Turnierreiterwelt dann einfach hineinkommt, weil es halt einfach in der Reitsportszene einfach ein sehr, sehr großer Name ist. War das für euch dann auch normal? War das unkompliziert? War das unproblematisch? Oder war das im Endeffekt einfach auch so, dass man einfach gemerkt hat, Mensch, die anderen, die hängen die Latte jetzt unglaublich hoch, es kommt ein Nieberg, dass euch das vielleicht auch eher unter Druck gesetzt hat? Oder wie seid ihr damit umgegangen? Ich denke schon, das hatten wir auch dann mal gemerkt, als wir so ein bisschen angefangen hatten, dadurch mit unserem Nachnamen, wie auch immer, dass da ein gewisser Druck da ist oder eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht auch. Ich glaube, Max hatte einmal die Situation, dass dann irgendwo, weiß ich nicht, E oder A springen, eine Richterin gesagt hatte, auch ja, so wie beim Vater sieht es ja noch nicht aus. Gut, das sind natürlich so Sachen, kann man jetzt drüber lachen, da hat man sich vielleicht damals noch ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht. Aber das ja war schon ein gewisser anderer Druck, sag ich mal. Aber er war nicht störend und es war definitiv kein Handicap, dass ihr gesagt habt, nein, also meine Güte, wir wollen es nicht. Dann irgendwann ist das nicht nur eine Leidenschaft geworden. Wir haben das ja bei Clipper Horse Live miterlebt. Zum Beispiel waren Turniere in der Festhalle, wo ihr auch als ganze Familie aufgetreten seid, in den unterschiedlichen Kategorien. Irgendwann wurde es dann schon einfach auch, dass ihr natürlich gesagt habt, Mensch, wir haben eine Leidenschaft und wir wollen das mehr machen. Haben die Eltern das gepusht, dass sie gesagt haben, meine Güte, das ist toll, dass die Kinder das jetzt auch machen? Oder wohl wissend, weil natürlich die Eltern auch wissen, dass diese Branche, dass es recht schwierig ist, nachher auch beruflich damit Fuß zu fassen, dass sie euch einfach auch vor den, ich sag mal, Realitäten, davor gewarnt haben und gesagt haben, meine Güte, das muss man sich überlegen. Wie war das bei dir? Ja, unsere Eltern haben eigentlich immer gesagt, lernt was Anständiges. Gerrit ist Steuerfachangestellter. Ich habe es mal mit der Schreinerlehre probiert, hat mir auch Spaß gemacht. Mein Rücken fand das nicht ganz so witzig. Ich habe dann eine Ausbildung zu Hause angefangen. Damals war ich dann auch schon so alt, dass ich wusste, okay, einfach ist es nicht, aber es macht Spaß. Und vielleicht waren wir damals auch dann... wurden wir natürlich gefördert auch, dann als wir gesagt haben, so, das soll unser Beruf werden. Meine Eltern haben zu mir immer gesagt, ja, reiten kann man oder man kann es nicht, ob man gelernt hat oder nicht. Es ist eigentlich das Gleiche am Ende. So, aber als dann der Tag X stand und ich sage, ich mache eine Reiterausbildung zu Hause, dann war es auch gut und dann wurde es unterstützt, gefördert. Alle, die Eltern kennen, die wissen, dass das...
dass das auch, dass die ja einfach im Leben stehen. Und bestimmt nicht so, dass man dann versucht hat, dass die Kinder extra Würste bekommen. Und wenn man dann eben die Ausbildung auch zu Hause macht, ist das natürlich auch, das ist nicht ganz leicht. Wurdet ihr vor einigen Sachen verschont? Oder ist es so, wie wir uns das eigentlich fast vorstellen können, ihr musstet all das machen, was im Endeffekt die anderen Auszubildenden auch zu tun haben? Ja gut, ich habe jetzt die Ausbildung zu Hause gemacht. Wir mussten ganz normal mit Misten morgens, Stall fegen, von A bis Z alles. Wir hatten immer irgendwie ein Pferd, wo wir mittlere oder schwere Klasse mit reiten konnten. Aber jetzt, dass ich sagen kann, gut, wir wurden jetzt davor verschont, nee. Wir können eigentlich alles oder haben alles gelernt in der Ausbildung. Wenn du nicht Reiter geworden wärst, wenn du gesagt hast, meine Güte, ach nee, Reiten ist nicht, gäbe es noch eine andere Sache, wo du gesagt hast, Mensch, das wäre auch noch mal so ein Wunschberuf, wo du gesagt hast, das wäre vielleicht auch eine interessante Sache gewesen? Ja, da habe ich mir jetzt lange auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber die Sache erstmal, so eine Schreinerlehre, das ist ja eigentlich auch eine tolle Sache, eben mit Holz zu handwerken, so eine Auszubildung, das kam auch von dir, dass du gesagt hast, Mensch, das könnte ich mir als Alternative auch gut vorstellen. Auf jeden Fall, ich habe ein Praktikum gemacht, 2 Wochen, war der Betrieb von meinem besten Freund, habe mich wohl auch nicht ganz doof angestellt, konnte dann die Ausbildung da machen. Ich bin eigentlich ein bisschen der faulere Typ, musste dann auch nie eine Bewerbung schreiben an irgendwelche Unternehmen, hat mir Spaß gemacht. War der einfache Weg irgendwie. Natürlich könnte ich mir es irgendwo vorstellen, aber ja, mache ich mir keine Gedanken drüber. Weil Reiten ist mein Leben und das will ich so lange machen, wie es geht. Wie ist das bei dir? Wie war das bei dir, Gerrit? Wann kam so ein bisschen so dieser Punkt, dass du gesagt hast, meine Güte, das ist eine Leidenschaft, diese Reiterei, aber diese Leidenschaft soll im Endeffekt auch mich mein ganzes Leben begleiten, auch eben beruflich, weil das ist ja schon was anderes, weil in dem Moment, wo du das beruflich betreibst, ist es ein viel, viel größerer Anspruch, den du hast, weil du damit natürlich auch einfach dein Leben finanzieren musst und etc. Ist schon so, dass ich dann, als ich dann angefangen habe beim Reiten, mir relativ schnell klar war, dass ich das auch später beruflich machen möchte, weil ich, wenn ich was anfange, dann will ich es auch richtig machen. Hab dann aber ganz normal noch Schule und so alles fertig gemacht und wie Max eben schon gesagt hat, Ausbildung im Steuerbüro. Einfach so ein bisschen als Sicherheit, dass man noch auf irgendwas zurückgreifen kann, falls mal irgendwas dazwischen kommt, durch einen Unfall, wie auch immer. So ein bisschen das als Sicherheit. Aber da war mir eigentlich auch schon klar, dass ich später schon einfach mein Leben mit den Pferden verbringen will. Und nimmt einem das auch ein bisschen den Druck? Wir hatten das bei Laura zum Beispiel, auch wenn man sagt, meine Güte, ich habe da noch was. Das ist so ein bisschen wie Plan B. Das heißt, wenn aus unerklärlichen Gründen, wie du schon sagst, ob es ein Unfall, was wir nie hoffen oder ähnliches ist, mal was ist, oder wenn es auch mal vielleicht einfach nicht so läuft, dass man dann immer noch mal sagt, meine Güte, ich habe immer noch mal was in der Tasche, wo ich zur Not auch noch einfach mit glücklich mein Leben verbringen kann? Ja, ich denke, so kann man es ganz gut sagen. Auch, dass man generell, finde ich, schadet es ja auch nicht, wenn man schon mal einen Einblick hat in so Steuersachen. Kann einem immer weiterhelfen und ja, das war so der Grundgedanke eigentlich, dass man so das bisschen als Absicherung hat, dass man auf irgendwas zurückgreifen kann. Falls es der eine macht was Handwerkliches, der andere so ein bisschen was mit Zahlen. Hat das auch so ein bisschen was mit Mentalitäten zu tun? Ist das so ein bisschen so, dass du sagst, Mensch, ich bin so ein bisschen der Zahlentyp und Max ist eigentlich eher so ein bisschen so der handwerkliche Typ? Kann man so sagen, obwohl ich jetzt auch sagen muss, dass mir das am Ende nicht unbedingt lag. Mit der Steuerfachangestellten-Ausbildung hatte sich erst einmal so ganz interessant angehört und nur im Büro zu sein war zu trocken. Ja, genau. Und hab's dann aber dann doch fertig gemacht und aber am Ende wäre es jetzt so nichts, wo ich mir vorstellen könnte, das jeden Tag zu machen. Jetzt ist es ungefähr, ich weiß nicht, ich müsste lügen, fast 2 Jahre her, da warst du eine längere Zeit lang drüben in Amerika. Und wenn man das immer so als Außenstehender mitbekommen hat, dann war diese Zeit für dich, glaube ich, eine, die dir gut gefallen hat. Was war das, die Zeit, die du in Amerika verbracht hast, die dich besonders geprägt hat? Wo du gesagt hast, Mensch, das hat mir unglaublich viel Freude gemacht und wo du auch einfach gesagt hast, das ist nachhaltig eigentlich für mein weiteres Leben gewesen. Es ist auch ein Abkapseln, wenn man längere Zeit einfach auch von zu Hause weg ist. Aber wo sind so die Punkte, wo du sagst, dass, Mensch, das war einfach toll? Gut, erstmal auch so im Nachhinein weg von zu Hause, ne? Mal was anderes sehen, was anderes hören, mit anderen Menschen zusammenleben.
in der WG und dann auch irgendwo mal ein bisschen auch mal Scheiße fressen, auf Deutsch gesagt. Musste ich hier zu Hause in dem Sinne so, jetzt hart nicht, aber da gab es dann natürlich auch Momente, lief sportlich nicht oder ich hatte kein Pferd, wo ich noch nicht mal das Turnier konnte, nur zu Hause irgendwie Dressur reiten für Kunden, war in dem Moment auch nicht einfach für mich zu akzeptieren, weil ich bin in Oliva im Oktober noch Turnier geritten, 3 Wochen hier Aachen, Salut-Festival geritten und dann vor Silvester ging mein Flug nach Amerika. So eigentlich außen aus den weißen Reithosen ins Flugzeug und dann ja, reitest du da und irgendwie hast du dir anders, das anders vorgestellt, ne? Willst los, willst Turnier reiten, das ist dein Ding, aber das kam halt nicht und das war schon irgendwo eine Zeit, die mich geprägt hat, aber ich konnte viele positive Dinge dann auch daraus gewinnen und hat sich das nachher gedreht? Hat sich das nachher gedreht, dass du aus dieser Stärke, oder bist du da aus diesem Negativen, was dann im Endeffekt kam, auch irgendwie was Positives genommen hast und eine Stärke rausgezogen hast? Ich habe natürlich an Geduld gewonnen. Und ich hatte dann auch den zweiten Job, den ich hatte. Der erste Job war auch gut, das hatte alle seine Vor- und Nachteile. Der zweite Job konnte ich auch Turnier reiten. Und dann zum Schluss war ich bei Laura Kraut und Nichts gelten. Da konnte ich unheimlich viel lernen, deren System, wie die das machen. Aber ist das ähnlich wie hier? Ist das ähnlich wie hier, dass es große Turnierställe sind, wo man dann die Chance hat, dann zu reiten? Oder ist die Struktur einfach generell anders, als wir das hier in Europa kennen? Das ist komplett anders. Wenn du da eigentlich grundsätzlich bereiter bist, bist du bereiter für die Kunden, reitest die Pferde zu Hause, bereitest die vor fürs Turnier. Die kommen dann und dann muss das funktionieren. Hier in Deutschland, wenn du bereiter bist, dann reitest du deine Pferde und dann geht's aufs Turnier und du kannst für dich selber checken, wo hapert, was ist gut, was ist schlecht. Aber da musst du irgendwie immer auf ihn hören und sagen, ja, irgendwie muss mein Pferd besser an den Hilfen stehen oder dies muss besser, das muss besser. Du arbeitest eigentlich nicht für dich, sondern für jemand anders. Mhm. Für jemand anders. Man ist Dienstleister. Für den Erfolg von jemand anderen. Ja. Das ist halt komplett anders hier in Europa. Was ich einfach auch besser finde, ne? Hier in Europa. Also warst du doch recht froh, als es dann nachher wieder dann zurückging. Und wie ist es jetzt? Hat man jetzt noch ab und zu, dass du sagst, Mensch, ab und zu würde ich jetzt ganz gern noch mal rüberfahren, aber für, um das vielleicht noch mal zu erleben? Oder ist es jetzt erstmal passé? Erstmal verschwende ich da keinen Gedanken dran. Ich werde wohl jedes Jahr mal eine Woche hinfliegen, um meine Freunde zu treffen und in Kontakt zu bleiben. Aber dass ich noch mal mehrere Monate weggehe oder den Gedanken habe, auszuwandern, die Frage stellt sich momentan nicht mehr. Gerrit, jetzt ist es so, dass du Ausbildung schon mit Vater gemacht hast oder Reiterausbildung dann hier gemacht. Du hast immer einen sehr, sehr großen Bezug zu deinem Vater gehabt mit der Reiterei. Das heißt, ihr reitet oder beide natürlich mit viel zusammen. Ist es schwierig, wenn man das im Endeffekt mit seinem Vater macht? Weil ab und zu, Max hat das schon gesagt, da braucht man einfach mal so eine Phase, da muss man einfach auch mal so ein bisschen wegstoßen, da muss man sich so ein bisschen freischwimmen, um das zu tun. Wie ist das Verhältnis, was sich darauf aufgebaut hat zu deinem Vater? Also das Verhältnis ist gut, wir konnten gut so miteinander arbeiten jeden Tag, wir fahren ja auch oft auf dieselben Turniere. Ich war ja auch mal eine Zeit lang 3 Monate in Amerika. Habe da noch meine Ausbildung, Bereiterausbildung in Warndorf beim Deutschen Olympiadekomitee gemacht. Das war ja so ein bisschen meine Zeit, wo ich auch mal ein bisschen weg von zu Hause war und konnte da eigene oder andere Erfahrungen auch sammeln. Bin danach wieder hierhin zurückgekommen. Aber das harmoniert sehr gut, muss ich sagen. So das alltägliche Miteinander arbeiten und auch zusammen auf den Turnieren und alles. Und es gibt auch nicht irgendwie so dieses manchmal ist es bei Vater-Sohn-Verhältnis dann einfach auch so, dass der Vater will ihm was abnehmen. Ach, mal, ich zeige dir das nochmal, wie das ist. Da gehört einfach auch viel bei deinem Vater mit dazu, dass er diese Situation natürlich auch immer wieder einschätzt. Das ist für einen Vater auch nicht leicht. Also kommst du da gelegentlich auch mal zu Spannungen oder werden die komplett ausgeblendet? Sicher hat man auch mal verschiedene Meinungen und ja, aber wir sprechen dann eigentlich ganz normal drüber und es ist schon so, dass er uns dann immer gerne seine Sache zeigen will, wie er es für richtig hält. Aber da, oder das nehmen wir dann auch mal gut an und
da ergänzen wir uns eigentlich schon ganz gut, meiner Meinung nach. Die Erfahrung, die er natürlich über Jahrzehnte hat, ist einfach auch ein Fund. Ich meine, das ist natürlich auch so, dass man das natürlich auch gerne annimmt. Jetzt ist es so, dass unsere Zuschauer natürlich immer passend ihre Fragen uns natürlich auch noch geben können. Und so erhalten wir schon gleich mal die ersten. Da kommen ein paar Fragen, die ich gleich sowieso noch stelle. Von daher muss ich die jetzt noch gar nicht direkt äußern. Wer reitet eure Pferde noch mit, wird jetzt hier gerade gefragt. Genügend Leute, die bei euch im Stall sind hier, oder? Ja, genau. Also kann man so ganz gut sagen. Es ist ja oft, wenn wir auf dem Turnier sind, dass wir nicht alle Pferde mitnehmen können. Wir haben jeder so um die 10 Pferde. Oft fahren wir dann nur mit 3 oder 4 Pferden leider zum Turnier. Ich würde auch immer gerne mehr mitnehmen oder so viele, wie es geht. Dann ist ja logisch, dass immer ein paar zu Hause bleiben. Was das Turnier hergibt? Genau, also so viel, wie es geht, würde ich immer am liebsten mitnehmen zum Turnier. Ja. Wie viele Reiter sind auf dem Gut Bern? Ich glaube, damit könnten wir dann wahrscheinlich jetzt hier die Frage beantworten. Neben euch? Insgesamt würde ich... Noch 2 für Turnier. Ja, so 2 noch fürs Turnier. Dann noch 5 insgesamt. Die immer so ein bisschen auch mitreiten und sich um die Pferde kümmern, wenn wir zum Turnier sind. Und die Heimarbeiter machen. Genau. Worauf legt ihr bei jungen Pferden Wert? Schreibt noch jemand. Einfach, dass sie erstmal genügend Zeit bekommen. Wir lassen grundsätzlich viel Zeit. Gehen nicht zu früh an das ganze Turnier reiten und so ran. Dass sie einfach erstmal genug Zeit haben, sich erstmal von den ganzen Muskulaturen und vom Bewegungsablauf so in die richtige Bahn zu laufen, sag ich mal. Aber junge Pferde habt ihr auch viel. Ich meine, wir werden da gleich noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, aber es ist natürlich auch, es sind nicht nur eure Turnierpferde, sondern es ist auch das tägliche Beschäftigen auch mit jungen Pferden. Ja, doch. Zucht ist auf jeden Fall auch ein Punkt hier auf Gut Berl. Und wie gesagt, kaum ein Pferd bei uns, das irgendwie schon 4-jährig zigmal Turnier geht. Eher, dass sie erst ein bisschen später 5-6-jährig so an den Turniersport auch angeführt werden und damit haben wir eigentlich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Jetzt geht es so ein bisschen um die gegenseitige Einschätzung. Was ist so von deiner Warte, wo du deinem Bruder im Endeffekt, weil du deinen Bruder, glaube ich, am besten kennst, was ist so eine Eigenschaft, die du an deinem Bruder, ja, ich sag mal, am meisten schätzt? Er ist sehr direkt, könnte man sagen. Von wem hat er das? Hat er das von irgendwie einem Elternteil? Hat er das von Papa? Papa ist, glaube ich, auch sehr direkt immer, ne? Aber von meiner Mutter auch. Also das wahrscheinlich von beiden. Also. Hat er schon. Gibt's was, auch wenn Brüder im Endeffekt ja auch wirklich zusammenarbeiten, das ist auch nicht alltäglich, das klappt auch nicht immer. Gibt's auch was sich manchmal auf die Palme, dass so Eigenschaften sind, der sagt, meine Güte, das ist, seitdem er schon ein kleiner Junge war, hat mich das genervt und so Punkte, die einen stören an ihn? Was vielleicht das auf der einen Seite das Positive ist, dass er sehr direkt ist, ist er dann auch vielleicht manchmal, dass er sehr auf seine Meinung so beharrt und so. Okay. Und da, wie auch immer, sprechen wir dann auch nochmal drüber oder... Jetzt müssen wir... Andere Situation schon, die wir jetzt hier vielleicht nicht genauer ausführen müssen. Jetzt muss der andere auch die Chance haben. Das ist natürlich klar. Max, gibt es einen Punkt, wo du sagst, meine Güte, die eine Eigenschaft meines Bruders, die hätte ich auch gerne. Das ist so eine positive Eigenschaft, die habe ich leider nicht mitbekommen. Die hätte ich auch gerne. Die habe ich vielleicht auch, aber nicht so in dem Maße wie Gerrit. So dieses Zielstrebige, der hat ein Ziel vor Auge und guckt er nicht links, nicht rechts. Das kann auch vielleicht mal ein Nachteil sein, wie vielleicht auch mein, wie wir es eben schon hatten. Aber eigentlich, Zielstrebige ist manchmal schon beneidenswert. Ihr seid beide unglaublich erfolgreich. Ist das mit ein Punkt, wo du sagst, meine Güte, darauf beruht auch ein bisschen der Erfolg von Gerrit? Dieses enorm Zielstrebige? Auf jeden Fall. Ja, doch, Gerrit, der ist sich auch nicht zu schade, als er Frankfurt gewonnen hat, steht er hier morgens, Montag früh im Stall und mistet und reitet dann trotzdem seine 10 Pferde am Tag und sagt nicht, auch gestern haben wir ein Auto gewonnen und heute bleiben wir mal liegen. Ne? Und testen wir das erstmal. Ja.
Jetzt ist vorhin schon gesagt, meine Güte, mit Brüdern, es geht nicht immer unglaublich gut. Gab es trotzdem mal bei euch, dass es auch so eine Form von Rivalität gab? Gerade, meine Güte, ihr macht beide dasselbe. Das heißt, ihr schöpft auch beide aus demselben Fundus an Pferden. War das dann mal so, dass man gesagt hat, meine Güte, jetzt hat der einen, den hätte ich aber auch verdammt gerne unterm Sattel oder Ähnliches? Oder ist das eher dann so ein bisschen, dass man sagt, meine Güte, so Blut ist dicker, das Wasser ist mir völlig egal, solange mein Bruder Erfolg hat, stört mich das nicht oder juckt einen das manchmal schon? Weiß ich nicht, ich muss ehrlich sagen, bei mir, als ich im Ausland war, da habe ich eigentlich so meinen Weg gefunden, wie ich mit Pferden zusammenarbeiten will. Und Gerrit auch seinen Weg. Gerrit ist nie richtig von seinem Weg abgegangen, aber ich wollte auch eigentlich immer Topsport, Topsport, aber mittlerweile so diese junge Pferde ausbilden, Springpferde AL, erstmal aufs Turnier, macht mir unheimlich viel Spaß. Deswegen haben sich vielleicht diese Rivalitäten, gibt's nicht mehr so richtig. Natürlich reite ich auch gerne eine schwere Klasse. Ja. Aber ich weiß, Gerrit braucht andere Pferde als ich. Er hat andere Pferde als ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dafür so brennen würde, jetzt jede Woche hier ein 3-Sterne-CSI, da ein 4-Sterne-CSI. So, wenn ich jetzt diese Woche nach Albersloh Springpferde, das macht mich auch irgendwo glücklich. Also hat jeder im Endeffekt so ein bisschen seine Sparte gefunden, wo er, wie du schon sagst, wo er glücklich ist, wo er gut drin ist im Endeffekt. Und es überlappt sich zwar, aber es hat immer noch seinen eigenen Bestand. Wenn du in die Vergangenheit schaust und schaust dir so ein bisschen die Pferde an, die du schon alle geritten bist oder auch mit denen, die du länger im Endeffekt unterm Sattel hattest, gab es so Pferde, wo du sagst, Mensch, die haben mich beeindruckt oder die haben mich auch geprägt für einen gewissen Zeitplan oder die haben mich auch in meiner Phase besonders nach vorne gebracht. Welche Pferde waren das? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, da gut, so die ersten Pferde, die vergisst man bestimmt nie, aber ich glaube, die haben mir nur die Laune am Reiten gebracht und erhalten. Aber wenn ich jetzt zurückgucke, welches Pferd mir also am meisten gebracht hat, oder welche Pferde, sind das eigentlich Foster, der ausgeritten ist, und halt Contaccio, weil der mir unheimlich viel Vertrauen in schweren Prüfungen gegeben hat. Und Foster, den hatte ich von Ende 4 bis Ende 7-jährig. So die ersten Pferde, die ich ausgebildet habe, das ging 5-jährig, konnte man nicht aufs Turnier. Also das ging nicht. Und dann im Winter mal in Ruhe probiert, gemacht, auch mit meinen Eltern in Verbindung, dann so peu à peu sich das erarbeitet, wie man ein Pferd ausbildet. Und aus dieser Zeit, ich glaube, da schöpfe ich immer noch einfach. So wenn man sieht, vor 2 Jahren ging eigentlich kein einzelner Sprung aus dem Galopp und dann ist man einmal S-platziert mit einem 7-jährigen Pferd. Und ich glaube, das ist das, was mich bei Foster am meisten geprägt hat. Du hast es gerade gesagt, deine Leidenschaft ist auch eben Ausbildung von Pferden. Jetzt muss man dazu sagen, das ist auch eine hohe Schule. Das ist fast, also das ist gleichzusetzen mit wirklich einem großen Preis zu reiten und Ähnliches, weil man immer wieder schauen muss, dass man ein Pferd einfach auch weiterbildet. Das Ganze beruht einfach auf der klassischen Reitlehre, die halt da ist. Ist man da auch so ein bisschen stolz, dass man diese Fähigkeiten, weil dazu braucht man erstmal die Fähigkeiten, dass man die von seinen Eltern mitbekommen hat? Gut, ob das jetzt gut ist, was ich mache, das müssen andere beurteilen. Du bist ja drin erfolgreich, also von daher bist du schon gut. Also das ist ja schon belegt. Natürlich, also mit meinem Vater, ich glaube, es gibt nicht viele bessere Ausbilder als mein Vater. Und da jeden Tag zuzugucken, zu lernen, wenn man eine Frage hat, weiß er immer eine Antwort. Oder ist einfach, was viele Leute wahrscheinlich nicht haben und das weiß ich schon sehr zu schätzen, ja. Jetzt braucht man aber auch für die Ausbildung von Jungpferden, man braucht auch Geduld. Man muss wirklich, man muss das Zeitfenster genau einschätzen, was geht gerade in diesem Bereich. Aber man muss einfach auch viel repetieren, man muss immer wieder auch Sachen einfach wiederholen. Man darf nicht immer sofort einen Erfolg einfach erhoffen. Ist das so ein Punkt, den du auch hast, dass du sagst, meine Güte, ich habe auch diese passende Geduld, um diese Schritte einfach auch mit den Pferden so zu machen? Das kam so mit den Jahren, ja. Am Anfang, als ich 18, 19 war die Geduld vielleicht noch nicht da. Jetzt ein paar Jahre später weiß man es auch, dass es einfach nur mit der Zeit geht. Wenn man so die ersten Pferde mal ausgebildet hat, wo es Höhen und Tiefen gab, ich glaube, man lernt dann aus seinen Fehlern, wenn man selbstkritisch ist. Und Pferde, junge Pferde brauchen Zeit, Zeit und Zeit.
Jetzt haben wir Max gefragt, welches Pferd ihn natürlich am meisten beeindruckt hat. Jetzt wollen wir das von Gerrit natürlich auch wissen. Lustig ist nur, dass alles natürlich vermuten, welches Pferd das natürlich ist. Aber trotzdem die Frage an dich, welches Pferd ist es bei dir, wo du sagst, meine Güte, das Pferd ist für mich, auch nicht nur, weil es mich reitsportlich am weitesten gebracht hat, sondern einfach, wo man einfach zwischendurch sagt, boah, das ist einfach ein tolles Pferd. Also das wäre dann die Stute Flame, die jetzt vielleicht nicht alle kennen, aber wo ich so meine ersten L-Springen und so mitgeritten hatte. Unheimlich kleine, zierliche Stute, die wir auch selbst gezogen haben und mit der ich mich relativ schnell so gut arrangiert habe. Und dann, wie gesagt, mit L-Springen angefangen und dann alles so Step by Step bisschen aufgebaut. Und dann bis zum Ende hin, bis zur S3-Sterne-Klasse. Das war so das erste Pferd, sag ich mal, was, oder wo wir so einen gemeinsamen Weg zusammen, einen relativ langen gemeinsamen Weg hatten. Und das war schon doch was Besonderes. Also klar, mit Contaccio auch, aber das, da kennen eh viele die Geschichte jetzt auch und sieht man ja auch viel von. Aber das war so doch mit das Pferd, was mich am meisten geprägt hat. Oder ja, einfach diese Verbindung, die wir da zusammen die ganze Zeit. Wenn man in die FEI-Datenbank schaut im Übrigen, dann findet man auch Flame eigentlich nur, nicht nur an Anfängen, findet man einfach sehr, sehr oft. Also ihr wart einfach auch auf internationalem Niveau, wart ihr auch häufig erfolgreich. Ja, doch. Also wie gesagt, das war dann, ging von einer kleinen Klasse los und dann bis später dann auch im schweren S-Bereich. Das war schon eine schöne Zeit, so das mit dem Pferd gemeinsam, weil das Pferd das auch noch nicht so schwer gegangen ist und dass wir dann zusammen so gewachsen sind, das war eigentlich das Schöne. Jetzt hast du es trotzdem angesprochen, natürlich war es auch so ein bisschen Contaggio. Und diese Contaggio-Geschichte ist eigentlich, finde ich, so eine tolle Geschichte, weil es ja wirklich eine Familiengeschichte ist. Also er ist damals ja eben bei der Körung dann einfach entdeckt, er ist dann nach Hause gekommen und er hat im Endeffekt, er hat mit euch beiden tolle Erfolge gehabt, er hat euch beiden gedient, Max hat das vorhin schon gesagt, deshalb war das, glaube ich, wirklich Family Affair, war das einfach was ganz Besonderes. Trotzdem ist natürlich die Frage, die sich so ein bisschen aufdrängt, als dann die Situation kam, dass also nach diesen glorreichen Erfolgen, die dann da waren, dass es dann die Entscheidung anstand, meine Güte, jetzt ist jemand da, der hat einfach diese große Begehrlichkeit, der würde ihn ganz gerne haben. Was geht dann in so einem Kopf vor? Ist man dann nur traurig? Ist man dann leer? Man weiß, dass es sportlich einfach erst einmal nicht so weitergeht wie bisher. Wie bist du dann mit dieser Situation umgegangen? Gut, das war mir relativ früh klar, dass ist, wenn das so gut läuft, dass dann, wie gesagt, die Begehrlichkeit groß wird. Und war mir dann auch schon früh klar, dass das früher oder später so kommt, dass er dann verkauft wird. Insofern konnte ich mich schon ein bisschen in Anführungsstrichen darauf vorbereiten. Natürlich war es dann eine schöne Zeit. Wir hatten tolle Erfolge, hatten dann sogar auch einen Startplatz für Aachen bekommen. Dann war er allerdings vorher verkauft. Das war nochmal umso ärgerlicher, dass es genau dann zu dem Zeitpunkt war. Aber wie gesagt, das war mir klar, dass das früher oder später dann so kommt. Wird das in der Familie diskutiert, dass ihr dann einfach da häufig drüber gesprochen habt, gesagt, meine Güte, um einfach auch, dass man das realisieren kann, warum das passiert. Das ist ja nicht irgendwie, das ist ja nicht was Böses oder was auch immer, sondern es ist im Endeffekt ist es ein Fortbestand eines Geschäfts, das im Endeffekt einfach auch, wenn viel Geld rausgeht, muss auch immer viel Geld wieder rein. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir sind ja auch ein wirtschaftlich denkender Betrieb und dann ist es zwangsläufig so, dass das mal dann auch ein Pferd, auch das beste Pferd in dem Fall, eben verkauft wird. Wie schnell war die Trauer vorbei, als er dann weg war, dass du gesagt hast, so, meine Güte, einmal schütteln und dann geht's schon wieder? Oder hat es ein bisschen länger gedauert? Es hat schon länger gedauert, also genau weiß ich es auch nicht, aber ich weiß nicht schon, dass er so sagt, ja gut, war jetzt so und jetzt geht's weiter. Das war schon nicht ganz so einfach. Und dann war es ja eigentlich hochinteressant, das passiert ja eigentlich auch nicht so häufig, dass es im Endeffekt wirklich so ist, dass man die Chance wieder zurückbekommt.
dass es dann auf einmal wieder eine, ist meine Güte, wieder retour, es passiert wieder. Das ist aber auch nur eine Freude. Hattest du dann auch zwischendurch oder dann auch mal einen Zweifel, dass du gesagt hast, meine Güte, hoffentlich geht es auch so weiter, wie es damals aufgehört hat? Oder? Gut, wir hatten damals ja auch schon beim Verkauf gesagt, dass wir ihn auf jeden Fall gerne wieder nehmen würden. Jetzt nicht aus diesen Gründen, warum wir ihn dann wieder zurückbekommen haben, sondern einfach, wenn er alt ist oder als Rentner, dass wir ihn trotzdem gerne wieder zurücknehmen würden. Gut, dann war es halt so, dass das nicht ganz so harmonierte mit der neuen Reiterin. Und dann kam es halt so, dass er nach einem Jahr wieder hier war. Und gut, dann mussten wir auch erstmal gucken, wie er so drauf ist, wie er sich anfühlt. Und dann ging es ja relativ schnell wieder relativ gut, so zur gewohnten alten Form wieder zurück. Wir erinnern uns, wir haben das in Pferden, war glaube ich eines der ersten größten Turniere. Ich weiß, vorher gab es noch irgendwie, ich glaube, die Meisterschaften, glaube ich, waren es, glaube ich, genau, hier noch, westfälischen Meister, war, glaube ich, das erste Mal, dass du dann drauf warst. Und dann hattest du schon gesagt, nee, es ist der Alte, das funktioniert wieder, es läuft wieder. Doch, ich hatte schon, also direkt auf dem ersten Turnier ging es eigentlich wieder gut. Das war einfach so ein bisschen, erstmal wieder kurz zum Kennenlernen, also langsame Trainingsrunde. Und dann, ja, wie du schon sagst, das war, zweite Turnier war dann in Pferden und das dritte hier beim Heimturnier in Münster. Genau. Mhm. Ihr beiden seid Contagio, geritten. Ihr beiden, merkt man, schwärmt auch. Und jetzt müssen wir wissen, was ist es? Was zeichnet diesen Hengst einfach auch aus, dass er eben einem in Schwärmen bringt? Dass er einfach auch, dass man merkt, denkt, Mensch, das ist ein besonderer. Was sind die Kriterien? Das sind ja nicht nur die sportlichen Attribute, die ihn zu einem tollen Springer machen, sondern das muss ja auch was mit seinem Charakter zu tun haben. Fragen Sie mich. Zum Beispiel. Ihr seid ihn beide geritten, also von daher werdet ihr beide eine Meinung zu ihm haben. Wenn man mit ihm arbeitet, da merkt man einfach, er hat ein bisschen mehr als die meisten anderen. Das kann man, glaube ich, an Einstellung oder? Ja, Einstellung ist, das sieht man ja, egal was man abverlangt, ist eigentlich nie ein Fragezeichen dran. Aber auch, ich glaube, wenn man Pferdemann ist, dann fühlt man sowas. Ich glaube, das kann man schwer in Worte fassen. So ein Pferd hat man natürlich auch nicht jedes Jahr. Den gibt es wahrscheinlich einmal und ein Sonnenpferd mit so einem Charakter und ja, der Qualität und da passt einfach das ganze, das Paket passt einfach. Hat er Eigenarten? Hat er so Punkte, wo man sagt, meine Güte, da ist er manchmal ein bisschen, da ist er zickig, da ist er schrullig, da muss man auf Besonderheiten so ein bisschen Wert legen? Ja, allerdings. Es ist schon so, dass ihn nicht jeder so anfassen kann oder aus der Box holen kann. Gerade mit neuen Leuten oder auch Männern gerade ist er sehr skeptisch und zurückhaltend. Oder wir hatten auch schon ein paar Mal die Situation, dass wir ihn auf dem Paddock hatten und da kann auch nicht jeder wieder von zurückholen. Also, da muss er dann mal ein paar Stunden bleiben, wenn keiner anderer ist. Im Notfall ja. Ja. Aber das hatten wir, wie gesagt, schon und da ist er sehr, dass er so seine Leute kennt einfach und mit denen er jeden Tag so zusammenarbeitet, da ist das auch alles total easy mit dem ganzen Umgang. Was? Aber er muss die Leute halt kennen, also da ist er schon sehr eigen. Er ist ein Deckhengst, er ist auch, in diesem Jahr war er auch wieder im Deckeinsatz und ähnliches. Verändert ihn das? Weil das ist im Ende, das ist auch eine hormonelle Belastung, die Pferde, einfach die Hengste dann einfach haben. Merkst du das oder sagst du, meine, auch gerade mit dieser Situation geht er eigentlich relativ entspannt um? Oder für einige Hengste ist es sogar auch gut, ne? Die sind dann im Endeffekt auch noch so ein bisschen mehr an. Bei ihm hat es relativ wenig ausgemacht, war jetzt kein großer Unterschied zu merken. Es war so, dass er dieses Jahr von März bis Mai im Deckeinsatz war und ich schon probiert habe, in dem Monat ein bisschen gezielter einzusetzen und nicht ganz so viel mit zum Turnier zu nehmen, dass er einfach nicht überbelastet wird oder dass nicht alles zu viel wird. Aber sonst habe ich jetzt keinen, weil er hat sich nicht großartig anmerken lassen, dass er ja schon viel auch gedeckt hat. So, jetzt müssen wir wieder natürlich die Fragen auch unserer Zuschauer beantworten. Was für einen reiterlichen Traum würdet ihr euch gerne erfüllen? Nicht schlecht. Aber was ist ein reiterlicher Traum? Könnte ein besonderes Turnier sein. Letztes Wochenende, ne, war zum Beispiel nicht unwesentliches Turnier auf dem anderen Kontinent in Kanada, wo man sagt, gäb's einen Traum? Oder vielleicht irgendwie ein ganz besonderes Pferd zu reiten? Den habe ich ja schon. Aber den Traum ja schon mal irgendwie in der Mannschaft zu sein,
beim Championat für Deutschland. Okay. Max, reiterlicher Traum. Träumen darf man ja. Träumen darf man, ja. Ja, ich denke, war auch früher mein Traum, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, die gleichen Erfolge zu haben. So mittlerweile hat man realisiert, dass das nicht alles so einfach ist. Aber natürlich so eine Goldmedaille irgendwo mal. Bei einem Championat zu gewinnen. Wenn man daran denkt, dann kriegt man als Reiter, glaube ich, auch Gänsehaut. Was war euer schönster Moment mit den Pferden? Ja. Das, ja. Gibt es einen besonderen Sieg, der dir besonders fiel, der dir besonders am Herzen liegt, wo du gesagt hast, Mensch, das war schon besonderer, als ich da auf die Ehrenrunde ging, boah, hat mein Herz besonders gebuckert? Ich fand jetzt zum Beispiel Münster, ja. Als ich das Goldene gekriegt habe, das war ein schöner Augenblick, auch natürlich vor der Kulisse dann von meinem Chef die Plakette zu verlehnen, zu bekommen, dann das ist schon ein schöner Augenblick. Aber wo ich jetzt sage, Mensch, eigentlich ist das Leben, was ich lebe, schön. Da kann man das schwer in einem Moment festmachen. Wie reitet ihr eure Pferde auf Turnieren ab und worauf legt ihr da Wert? Ah ja. Eigentlich lege ich viel Wert auf Ruhe, dass die Pferde ruhig sind, konzentriert sind. Legst du Pausen immer wieder ein, wenn du beim Abreiten? Ja. Mhm. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, zu spät anfangen abzuspringen und dann schnell 3 Steile und hoch und ein Ochser und dann schnell rein. Ich finde, da ist die Konzentration vom Reiter und von mir persönlich und vom Pferd wahrscheinlich auch beeinträchtigt dann. So, und jetzt wird es prekär, jetzt wird nämlich gefragt, hattet ihr schon mal ein peinliches Erlebnis auf dem Turnier? Peinliche Erlebnisse erzählt man ungern. Oder? Ah, Gerrit, fällt was an? Als ich meinen ersten Auftritt in Aachen hatte, ja. Hatte ich mich für das U25-Finale qualifiziert. Mhm. Und da bin ich in dem Finalspringen runtergefallen. Mhm. Und das war dann schon ein witzig, peinlicher Moment, wie auch immer. War dann schon ein langer Weg nach draußen, um wieder zurückzulaufen. Aachen ist generell ein langer Weg. Und dann, wenn man dann das zu Fuß geht, ist es nochmal, ist das besonders unangenehm. Jetzt geht es weiter. Wir sind heute Morgen hingekommen, da war es noch zum Glück, oder heute Mittag ein bisschen hingekommen, war es noch ein bisschen heller, durften das alles uns mal ein bisschen anschauen. Es ist eine wundervolle Anlage hier auf dem Gut Berl. Wie war das, als ihr da hier hingekommen seid? Es war eine Familienentscheidung. Haben nicht nur, glaube ich, die Eltern entschieden, gesagt, wir machen, sondern ihr habt das, glaube ich, intern besprochen. Und wie kam diese Entscheidung? Und habt ihr gesagt, meine Güte, das ist es? Und wie hat sich das dann eigentlich so über diese Jahre auch entwickelt? Du hast vorhin gesagt, es war ein Traum eben vor Henrik Snoke im Endeffekt, dass er auch dabei war als das Goldene Reitabzeichen. Und was ist das für ein Verhältnis im Endeffekt zu Henrik Snoke und dieser fantastischen Anlage hier? Also ich muss sagen, ich bereue die Entscheidung keine Sekunde, dass wir hierher gezogen sind. War da auch vom ersten Moment an hinter oder habt ihr Entscheidung unterstützt. Und ja, wie du schon sagst, mit Henrik Snoke als Arbeitgeber ist einfach sehr, sehr gut zusammenzuarbeiten einfach und macht unheimlich viel Spaß. Insofern auch die ganze Umgebung, das ganze Münsterland ist einfach ein bisschen mehr Pferdeszene als in Hessen, wo wir ursprünglich herkommen. Insofern macht es, glaube ich, für das ganze Geschäft war das schon, und auch für die ganze Sache an sich, war das schon die richtige Entscheidung, hierher zu ziehen. Henrik Snoke war selber unglaublich erfolgreicher Reiter, was der alles im Endeffekt auch schon an Meriten verdient hat. Das ist schon enorm. Merkt man das, wenn man mit ihm noch mal so ein bisschen so redet? Erzählt er auch noch so ein bisschen auch ab und zu aus alten Zeiten? Ja, hin und wieder erzählt er dann noch mal von den alten Zeiten auf Aachen oder wie hoch das dann damals war oder ist denn schon natürlich erstaunlich, wenn man sich das so vor Auge führt, die Abmessung von den Hindernissen damals. Aber ist natürlich auch einfach ein Pferdemann und der weiß, dass der Sport sich gewandelt hat.
Aber er hat die Realität nie verloren zum Sport. Sieht man ja auch an seinem Turnier. Ist nach wie vor wahrscheinlich eines der besten. Nicht nur die Kulisse, sondern im Endeffekt auch das ganze Ambiente, was man dort hat. Das ganze Drumherum, was man da hat. Das Gefühl, wenn man reinreitet, das Gefühl, wenn man da hinfährt, ist schon ein besonderes. Trotzdem sind es unterschiedliche Besitzer, die natürlich sagen, das sind natürlich einige Pferde, die ihr mit Hendrik Snoek zusammen habt. Aber wenn man auch so ein bisschen die Erfolge aus der letzten Zeit noch mal so guckt, dann fällt auch noch mal ein Pferd aus dem Stall FBH Stables noch mit auf, zum Beispiel bei Nuna FBH zum Beispiel, mit dem du in der letzten Zeit einfach auch recht erfolgreich bist. Was ist das, was verbirgt sich dahinter und ist es nur ein Sponsorship oder ist es einfach auch eine über eine Jahre entstandene Freundschaft, die sich da entwickelt hat mit der Familie? Ich denke, das kann man schon mittlerweile als Freundschaft bezeichnen. Es ging ursprünglich los, dass ein Schüler aus Abu Dhabi, Ali bin Hamouda, der quasi als Schüler bei unserem Vater angefangen hat. Und ja, wie du schon gesagt hast, jetzt mittlerweile haben wir auch ein paar Pferde zum Reiten von ihm und war auch erfolgreich. Max hat auch einen sehr guten Jungen noch. Und ja, das ist, wie gesagt, eine schöne Kooperation, auch fast schon ein freundschaftliches Verhältnis mittlerweile. Und immer noch aber dieses Trainer-Schüler-Verhältnis da schon zwischen unserem Vater und ihm. Und wart ihr bei ihm auch schon einmal in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder ist er meistens, dass er hier ist? Es ist schon eher, dass er hier ist. Ich war auch einmal da. Und er hat ja auch noch eine Anlage im Harz, sich jetzt vor kurzem gebaut. Und entweder kommt er dann mal hier für ein paar Wochen mit seinen ganzen Pferden oder unser Vater fährt mal dahin zum Trainieren. Das ist immer so, wie es gerade passt. Oder jetzt im Sommer hatten wir auch mal zwei Turniere zusammen gemacht. Waren zwei Wochen in Knokke, zwei Wochen in Samorin, die wir dann da zusammen mitgenommen haben. Und das ist so eine ganz gute Zusammenarbeit. Jetzt haben wir vorhin schon über Flame zum Beispiel gesprochen. Flame ist jetzt auch, nachdem sie aus dem Sport gegangen ist, in die Zucht gegangen. Generell, wenn man Hause Nieberg auf die Pferde mal schaut, da sind viele Pferde, die im Endeffekt auch aus der Zucht des Vaters natürlich einfach auch kommen, weil der sich einfach über die Jahre da meist mit und Mutter sich mit beschäftigt haben. Wie sieht das bei euch aus? Ist es alleine nur der Blick auf den Sport oder ist es im Endeffekt auch der Fable, wie das bei den Eltern ist, dass man sich auch für die Zucht interessiert? Gerade weil Max vorhin sagt, meine Güte, Ausbildung von jungen Pferden habe ich ein besonderes Fable für, liegt mir besonders. Ist es auch Zucht, wo du dich so ein bisschen auch in der Zukunft drin sehen kannst? Ehrlich gesagt, nein. Also weil wir das schon in einer, so wie meine Eltern das betreiben, ist das hochprofessionell und einfach super, und was wir auch für Pferde da jedes Jahr rausbekommen, ist, glaube ich, auch überdurchschnittlich gut. Aber irgendwie habe ich mein Herz da jetzt noch nicht dran verlieren können an der Zucht. Ich mag junge Pferde, wenn die reinkommen, freispringen, die zu sehen und dann so von 2-, 3-, 4-jährig, das macht mir wiederum Spaß. Aber ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, welcher Hengst könnte jetzt auf eine Stute von uns passen. Gott. Kümmern sich in Zukunft Mama und Papa weiter drum und ihr kümmert euch weiter um das Ausbilden. Es ging in den letzten Wochen oder besser gesagt in den letzten Tagen so ein bisschen so Schreckensmeldungen durch die Presse, dass so feierwütige Jugendliche im Reitsport einfach so ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Ich weiß um eure enorme Zielstrebigkeit in dem Sport. Und ich weiß, wie ihr im Endeffekt auch damit umgeht. Trotzdem ist es so, dass man sich auch in dem Sport, den man so unglaublich intensiv betreibt, einfach auch gelegentlich belohnen, nicht nur muss, sondern auch belohnen darf. Wie macht ihr das? Habt ihr da auch einfach ein Konzept gefunden? Weil ich weiß im Endeffekt, dass ihr den Fokus immer auf dem Sport habt und das im Endeffekt nicht vernachlässigt. Aber trotzdem gehört einfach auch mal eine Belohnung oder auch eine Feier im Endeffekt auch mal so. Wie handhabt ihr das? Wie machst du das oder wie macht ihr das? Legt ihr das dann außerhalb des Sports? Gut ist natürlich schon, wenn man jetzt auf Übernachtungsturniere fährt. Man trifft ja seine Freunde eigentlich auf dem Turnier. Wir wohnen hier in Wolbeck. Ich kenne nicht einen aus Wolbeck. Man hat ja seine Familie, seine Freunde
trifft man auf dem Turnier und ich trinke abends auch ein Bierchen. Auf dem Turnier ist der Fokus auf den Sport, wie gesagt, aber wir wissen schon, dass wir uns da nicht zusammenreißen. Das ist eigentlich normal für uns, sich da zu benehmen und nicht über die Stränge zu schlagen. So wurden wir erzogen von unseren Eltern. Und es ist eigentlich relativ einfach, weil man sich im Endeffekt an ganz normale Regeln hält und die man einhält. Weil das ist bei euch, wie ihr gesagt habt, das ist ja euer Beruf. Es ist ja jetzt eben kein Hobby, sondern es gibt noch was anderes. Turnierfreie Wochenenden, da gehe ich auch gerne mal nach Münster, auch dann mal bis zur späten Stunde. Auch ein Turnier vermeide ich das. Wie machst du das gerne? Gibt es so Punkte, wo du sagst, meine Güte, das ist so ein Punkt, da belohne ich mich zum Beispiel mal für ein erfolgreiches Wochenende? Muss ja zum Beispiel auch nicht immer nur eine Feier oder Ähnliches sein. Am Ende ist ja auch nach dem Turnier vor dem Turnier und da freue ich mich dann schon, wenn es mal erfolgreich lief, aber gucke dann auch schnell wieder aufs nächste Turnier. Und finde es auch schön, einfach mal mit Freunden und Familie irgendwie essen zu gehen und konzentriere mich dann aber lieber schon wieder auf die nächste Aufgabe. Konzentrieren auf die nächste Aufgabe? Wie sehen deine kurzfristigen Ziele aus? Also du sagst, meine Güte, jetzt in diesem Jahr habe ich das noch vor. Ich meine, gut, die Saison ist jetzt zum Beispiel draußen vorbei. Die Hallensaison beginnt jetzt. Und wie könnten langfristige Ziele aussehen, wo du sagst, meine Güte, das ist so, da möchte ich auch so ein bisschen den Fokus drauf legen. Gut, jetzt dadurch, dass wir am Wochenende noch ganz okay, ganz gut waren in Paderborn im Großen Preis, liege ich nicht ganz so schlecht in der Reiterstour-Wertung. Das wäre auf jeden Fall noch ein Ziel, in München nochmal so gut wie möglich zu sein. Und dann einfach, denke ich, gucken, wie es so läuft, wo man noch hin darf, ob man vielleicht auch zu einer Weltcup-Etappe darf, wie auch immer. Ich denke, das wird sich dann erst mit den Turnieren jetzt in der Halle dann zeigen, was einen erwartet. Wie sieht es bei dir aus, Max? Was sind so die kurzfristigen Ziele, wo du sagst, Mensch, das habe ich so im Auge, das möchte ich angehen. Und dann langfristig, das kann auch in 2 oder in 3 Jahren sein, wo du sagst, Mensch, da würde ich gerne darauf hinarbeiten. Ich habe jetzt ein paar gute Youngster, ein, zwei ältere Pferde, wo ich auch natürlich Ziele mit habe. Ich will mich peu à peu auch wieder nach oben kämpfen. Aber den Blick von den Jungpferden auch nicht abwenden. Das ist auch immer schwierig dann zu vereinbaren. Ich fahre zum Beispiel unheimlich gerne nach Pehlbergen. Mhm. Kann man viel junge Pferde mitnehmen, junge Pferde reiten, ein paar ältere. Das sind so meine Highlights im Winter. Jetzt ist es so ein bisschen so, dass man sich auch für die Zukunft ausrichtet. Ist es zum Beispiel nur das Reiten oder wäre zum Beispiel, es gibt so einige Familien, wo auch beide Brüder zum Beispiel Ritter hat, der eine zum Beispiel sich später auch so mehr für den Handel dann zum Beispiel interessiert. Wäre das auch ein Punkt, wo du sagst, meine Güte, da könnte ich mich auch mal so in 10, 15 Jahren sehen? Ja, ich glaube, das haben wir eigentlich schon recht gut eingebracht bei mir. So Handeln mit Pferden macht mir schon Spaß. Ich bin da auch recht rege, versuche was zu machen. Und meine Eltern unterstützen mich da. Das funktioniert auch eigentlich Hand in Hand ganz gut mit meinem Vater zusammen. Machen wir das eigentlich, den Handel. Jetzt gibt es zum Ende immer so ein Speed-Interview. Gibt es immer 2 Antworten. Und bei 2 muss es natürlich immer abwechselnd sein. Und deshalb glaube ich, fangen wir glaube ich mal mit Gerrit an. Münster oder Wäldershausen? Münster. So, Max, Deutschland oder USA? Deutschland. Ausreiten oder Dressurreiten? Ich habe gehört, da hinten ist der Empfang beim Telefon besser. Ausreiten, ganz klar. Gras oder Sandplatz? Sandplatz, definitiv. Definitiv Sandplatz. Okay. Ochse oder Stall? Klassiker. Ochse. LKW fahren? Oder mit dem Auto hinterherfahren? Ehrlich? Eigentlich das Auto. Lieber Auto hinterherfahren, alles klar. Handy oder Buch? Mal Handy weglegen und ein Buch lesen oder doch lieber... Handy. Ja. Doch das Handy. So,
Stute oder Wallach? Ich konnte bei dem Eck entweder oder, gibt es leider keine dritte Variante. Wallach. Dann doch lieber den Wallach. Und deshalb Wallach oder Hengst? Hengst. Ja, muss ja, das muss ja. Mhm. Sommer- oder Winterurlaub? Winterurlaub Skifahren. Winterurlaub Skifahren. Fernsehabend oder mit Freunden ausgehen? Die Freundin hört zu, jetzt darf man nichts Falsches sagen. Fernsehabend. So, wir haben alle glücklich gemacht. Ich hoffe, dass wir die Zuschauer im Endeffekt mit unseren Antworten und den passenden Fragen, die ich natürlich von Ihnen auch passend glücklich gemacht habe. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch. Hat mir viel Spaß gemacht. Hat viel Freude gemacht, auch so ein bisschen hier durchzuschauen. Zu den kurzfristigen und langfristigen Zielen, die da anstehen, drücken wir ganz, ganz fest die Daumen, dass die auch wirklich so eintreffen. Wir werden bei vielen garantiert dabei sein und definitiv passend mitfiebern. Zu Gast bei gibt es in 14 Tagen wieder. Dann sind wir mit den Dressurreitern unterwegs. Frag mich nicht bei wem. Kim Krehling wird bestimmt wieder einen tollen Gast haben. Ich habe in 4 Wochen wieder das Glück und die Freude. Ich hoffe, ähnlich eloquenten Gesprächen.